Montag, 7:15 Uhr. Ich bin jetzt raus. Ich habe irgendwie mega Angst. Das ist 8:08 Uhr. Ich bin so 20 vor habe ich die Tram betreten. Aber keine Ahnung, so 25 war ich bei der U-Bahn. Und dann stand da so 15 Minuten. Digga, was soll das? Ja, keine Ahnung, ist jetzt eh Physik. Egal. In einer Stunde ungefähr müssen wir dann raus zum Testen. Weil ich glaube, wir Tester sind dann nur 25 dran. Aber wir müssen jetzt zum Hauptgebäude. Und ich habe vergessen, diese Einverständniserklärung zu drucken, aber ich kann mich erinnern, dass bei der E-Mail stand, dass man das auch vor Ort machen kann, also das ausfüllen. Und ich habe auch keinen Personalausweis, nur meine Fahrkarte, also halt mit Bild und so und Daten, aber ja, ich hoffe, das reicht. Leute, ich schwöre, ich habe so Angst. Ich glaube, es wird jetzt irgendwie keiner da sein oder so, obwohl wir schreiben in der letzten Spanisch, aber vielleicht kommen viele einfach nur zum Testen. Es regnet einfach mit Schnee. Okay. Dann A sagen. Das ist gut. Entschuldigung. Okay. Das war's schon. Danke. So, das ist 12:30. Das ist so eine Scheiße. Wir hätten eigentlich, keine Ahnung, um 11:20 oder so Spanisch geschrieben. Also halt, keine Ahnung, 5:46. Aber irgendwie gab es eine Stundenplanänderung. Und die Lehrerin kann nicht in der Stunde und da wurde halt der Stundenplan halt schon erneuert und ja, jetzt schreiben wir 7:08, das ist so eine Scheiße, jetzt haben wir halt die 5., 6. Stunde Spanisch frei. Der Deutschlehrer hat uns eh früher rausgelassen. Dann müssen wir noch 20 Minuten warten, bis die anderen, die halt herkommen, sich getestet haben. Digga, Leute, ich kann nicht mehr, ich hole mir jetzt was zu essen. Ich habe halt keine Ahnung, wie lange wir schreiben oder so, aber so wie es aussieht, fängt es halt um 14 Uhr an. Ich denke mal, das dauert so eine Stunde oder so, 15 Uhr, keine Ahnung. Da bin ich halt, wenn es gut läuft, um 4 zu Hause und ich habe heute Morgen ein bisschen Quark gegessen. Dann vor dem Prüfen habe ich einen kleinen Riegel gegessen und noch so ein bisschen Truskawski-Kefir. Aber das war es auch schon so. Ja. Ich habe jetzt echt Hunger und durch den ganzen Stress und so. Ich meine, ich habe mir jetzt einen Salat mitgenommen und Wasser. Ja, Leute, 10:30 Uhr. Jetzt noch irgendwie halben Abend geheult. Heute war echt gar nicht mein Tag. Ich bin gestern, ich hätte später schlafen gegangen. Heute war ich richtig fertig und so. Ich habe mich gar nicht geschminkt, bin rausgegangen und irgendwie war noch alles okay. Ich hatte schon so ein bisschen Angst wegen dem Testen, weil das war ja das erste Mal für mich, dass ich getestet wurde und ja, habe schon die Helena ausgefragt, so ja, wie ist es, lalala. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie was Falsches gegessen habe, dass dann das Ergebnis verfälscht wird und so. Und ja, wir haben ja nur einen Mundabstrich bekommen und dann habe ich so gesagt, boah, bin ich froh, dass der Nasenabstrich richtig gemacht wurde und so. Und dieses glaub mir so viel, da kommen sie nicht drum rum. Keine Ahnung, ob jetzt immer ein Mundabstrich gemacht wird oder so, weil manche haben einfach die Warteschlange nicht warten wollen und sind halt nebenan zum Testzentrum gegangen und so. Und da wurde ein Nasenabstrich gemacht, also keine Ahnung, also wir sind ja um 9.10 Uhr losgegangen, um 9.25 Uhr hätten wir eigentlich den Termin in unserer Klasse, aber wir haben da 40 Minuten gewartet, weil ja, sich das alles verzögert hat. Es hat geregnet, geschneit, also ich stand da unter so einem Dach,
Die anderen paar Leute, keine Ahnung, warum heute so wenige da waren, standen woanders, Alex stand daneben und wir standen einfach so 40 Minuten da und haben nicht geredet und haben so, ja, richtig komisch gewesen. Auf jeden Fall, ja, sind wir dann dran gekommen. Alter. Ich finde Nase viel schlimmer als Mund, obwohl ich ja die Nase nicht gemacht bekommen habe, aber das sieht irgendwie schlimmer aus und fühlt sich bestimmt auch so an. Ich habe immer noch irgendwie so einen Würgereiz und spüre immer noch dieses Stäbchen in meinem Hals. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Haben wir dann das Begebnis bekommen. Ich konnte mich ja nicht anmelden. Alle haben schon gesagt, ja, ich bin negativ, negativ. Und so, ja, jetzt fehlt nur noch die Sophia. Und er so, ja, kein Druck. Alle so, ja, hat bestimmt keinen Druck und so. Ja, keine Ahnung, das war alles so unorganisiert. So, wir standen da und haben gedacht, ja, dann gehen wir ins Schulgebäude und ja, was weiß ich. Dann, also wir hatten ja heute bis 1 gehabt, 6.7. hätten wir Spanisch geschrieben, aber irgendwie hat sich ja unser Stundenplan jetzt die letzten Tage verändert und ja, die Lehrerin hat geschrieben, den 6.7., also sie wollte den 6.7. schreiben. Dann haben wir aber geschrieben, dass in der 6.7. irgendwie nichts angezeigt wird und hat sie irgendwie so getan, als hätte sie schon vorher gesagt, dass wir in der 7.8. Stunde schreiben. Und ja, 6.7. ist einfach so, 5.6. ist einfach so ausgefallen. Das heißt, 2 Stunden haben wir einfach so gewartet. Ich habe ein bisschen gepennt und ja, keine Ahnung, irgendwie wurde mir da auch schon richtig so übel im Kopf. Und da hat es schon ein bisschen angefangen, so mit meiner Stimmung, dass die runtergegangen ist. Keine Ahnung warum, also es war plötzlich so. Ich bin ja morgen ganz normal rausgegangen, aber ja, wieder in der ganzen Situation, keine Ahnung. Weiß nicht. Spanische Schulaufgabe war auf jeden Fall, ja, es ging alles, aber es war auch, so Aufgaben waren halt so nicht so richtig formuliert, so, keine Ahnung, so richtig komisch, so, hä? Man muss 3 Sätze bilden, aber es waren 6 Zeitangaben gegeben und musste mal eine pro Zeile benutzen und dann war da irgendwie so eine Tabelle mit vorgegebenen Sachen, die du schreiben musst. Da habe ich gesagt, man darf die Sachen, die schon gegeben sind, nicht verwenden. So, hä? Und beim Listening, Leute, also das erste Teil war einfach nur so die Wörter, die du hörst, einfüllen. Und die zweite Aufgabe war halt ankreuzen, Leute. Der hat so genuschelt, der hat so monoton geredet, kein Wort. Der Alex ist neben mir so. Wir schauen beide so hoch. So, ganz ehrlich, ja, ich war so froh, dass es vorbei ist. Morgen habe ich entschieden, gehe nicht in die Schule, weil ja, heute war unangekündigt bis 4. Ich war irgendwie um 4:30 zu Hause und ja, morgen ist auch bis 4. Das backe ich nicht, bin heute total fertig und morgen ist eh so. Wir würden eigentlich, glaube ich, die Schulaufgabe bekommen, aber will ich auch nicht. Ich bin so fertig, Leute. Ich sag ehrlich gesagt gar nicht, was ich berichten soll. Der Tag war so schlimm. Ich hab so den ganzen Abend geheult. Und ich habe halt immer gedacht, also bis jetzt war es ja immer so, dass wir halt einen Tag, Schule einen Tag ja, Online-Unterricht haben. Und irgendwie habe ich mitbekommen, dass sie gesagt haben, ja, dann sehen wir uns morgen oder so. Und dann morgen können wir das nochmal besprechen. Und ich so, hä, warum morgen? Da habe ich die Helena gefragt, sie so, ja, da stand ja eine E-Mail, dass wir jetzt immer 2 Tage am Stück da sind. Also halt zum Beispiel heute und dann morgen. Und dann am Freitag. Also dass wir immer 2 Tage Schule, 2 Tage frei haben. Also heute, morgen, dann Mittwoch, Donnerstag frei und Freitag Schule. Aber deswegen ist halt, Donnerstag müssen wir nochmal reinkommen, weil wir da eine Schulaufgabe schreiben. Das heißt, umso mehr bleibe ich morgen zu Hause. Nicht, dass ich da irgendwie wahrscheinlich schon anfange zu lernen, sondern weil die Woche einfach anstrengend wird und gewesen ist, wenn du erst Montag ist. Ja, und nächste Woche müssen wir dann, also Freitag bin ich ja da, dann habe ich ja Montag, Dienstag frei und Mittwoch, Donnerstag muss ich in die Schule.